Hallo, moin moin und alle herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg, Joggler 66, Stunde der Wahrheit. Heute zum 10. Teil des wundervollen Buches Kreml und Vatikan. Ein Kampf um die Macht durch 5 Jahrhunderte. Ein, wie gesagt, sehr interessantes Buch, das so ungefähr 100 Seiten nötig hat, bis es anfängt, richtig interessant und spannend zu werden. Es war schon gut, aber es wird richtig interessant und spannend jetzt, weil wir haben die 100 Seiten überschritten. Wir sind auf Seite 108 und wir beginnen dort mit einem neuen Kapitel, das eben heißt, auf alten Wegen zum neuen Ziel. Nun, der Name dieses Kapitels, da sprechen wir gleich noch drüber. Bevor es losgeht mit der Sendung, möchte ich noch einmal kurz zurückgehen auf die Seite davor, Seite 106, wo ich ja diesen Auszug gelesen hatte, den Hebbel im Vorspiel mit dem Kardinallegaten vorgelesen hat, was dieser Jesuit dort sagt. Ihr erinnert euch sicher, dass ich gesagt hatte, dieser Teil des Satzes, wenn es endlich wieder eine Kirche gibt, wie eine Welt, und wenn zum Liebesmahl das ganze menschliche Geschlecht erscheint, dass das ein unglaublich wichtiger Satz ist, und ich habe ihn, denke ich, auch erklärt letztes Mal, aber ich weiß nicht, ob ich auch wirklich alle richtigen Worte gebraucht habe. Es geht hierum nicht nur darum, eine Kirche, die natürlich nach Ansicht der römisch-katholischen Kirche nur die römisch-katholische Kirche sein kann, außer der es keine Errettung gibt. Es ist ganz logisch, dass die römisch-katholische Kirche die Kirche sein muss, die die ganze Welt unter ihr Joch hat. Die ganze Welt muss an das Dogma, muss an die Lehre der römisch-katholischen Kirche glauben. Ja? Wie eine Welt, wie es dann im nächsten Teil heißt. Und das ist eben, was wir heutzutage diese sogenannte neue Weltordnung nennen. Eine Weltregierung, eine Währung, eine Wirtschaft, aber eben auch eine Kirche. Ja? Und das ist eben diese eine Kirche, die alles andere kontrolliert. Wir wissen ja, dass der geistige Schlüssel über dem weltlichen Schlüssel liegt, der goldene über dem silbernen. Okay, das habe ich, glaube ich, soweit deutlich gemacht. Wenn es endlich wieder eine Kirche gibt wie eine Welt und wenn zum Liebesmahl das ganze menschliche Geschlecht erscheint. Mein Verständnis hierfür ist, dass es ganz klar deutlich hervortritt, dass hiermit gemeint ist, dass die ganze Welt in der einen Kirche zur vollen Kommunion erscheint. Ich weiß nicht, ob ich letztes Mal diesen Ausdruck volle Kommunion erwähnt habe. Da geht es um das, eigentlich traditionelle biblische Abendmahl, das die römisch-katholische Kirche natürlich verfälscht, mit ihrer Transsubstantiation ein Opfer macht, ja, Jesus Christus aus dem Himmel in das Brot ruft und das Brot leiblich verändert in den Leib, also Fleisch, Nerven, Gebein, alles von Jesus Christus und den Wein in das Blut, sodass wir den ganzen wirklichen Christus vor uns haben. Das muss man glauben in der römisch-katholischen Kirche und diesen wirklichen Christus muss man dann essen. Er ist geheiligt und den muss man dann essen. Und das ist, wenn ich dieses Dogma, diese Lehre der kompletten Transsubstantiation, also der Wesensveränderung des Brotes in das, in alle Eigenschaften Jesus Christus glaube, wenn ich glaube, dass durch die magischen Worte des römisch-katholischen Priesters das Brot wirklich verwandelt ist in den echten Jesus Christus und ich diesen dann esse, das ist volle Kommunion. Und das will die römische Kirche erreichen. Deswegen gibt es diese Ultramontanen wie mostholyfamily.com und so weiter. Könnt ihr euch ja mal nachschauen. Es sind viele verschiedene, die diese ultramontane Lehre vollhalten. Deswegen hat die römisch-katholische Kirche immer wieder ihre eigenen Liberalen auch verfolgt, wie wir ja gesehen haben in Edmund Paris, verborgene Geschichte der Jesuiten im Ersten und Zweiten, vor allen Dingen im Zweiten Weltkrieg, wie wir in anderen Büchern gelesen haben, wo es immer wieder um die Verfolgung eben auch der liberalen Katholiken ging, unter anderem auch, denke ich, bei Hinter den Diktatoren von Lehmann haben wir das auch gesehen. Wenn gesagt wird, hier Hitler hat doch die römisch-katholische Kirche verfolgt, ja, die Liberalen, die sie loswerden wollten, die Liberalen, die eben nicht hinter dieser ultramontanen, absolut vom Papst beherrschten Kirche stehen, mit der 100% römisch-katholischen vollen Kommunion der Transsubstantiation in diesem Eucharisten. Also die volle Kommunion wird hier erwähnt und das ist genau das, was der Autor hier in, lass uns mal sagen, für weniger bedarfte Leute, für weniger geschulte Leute in diesem Sinn hier sagt.
wenn es heißt, wenn es endlich wieder eine Kirche gibt, wie eine Welt, und wenn zum Liebesmahl das ganze menschliche Geschlecht erscheint. Das Liebesmahl ist eben hier die Messe, die eucharistische Feier in der traditionellen Opfermesse der römisch-katholischen Kirche. Und da wollte ich nochmal sicherstellen, bevor wir jetzt weitergehen, dass das jeder richtig verstanden ist. Es geht hier um die absolut volle Kommunion. Ja? So, wo wir das jetzt festgestellt haben, können wir auf neuen Wegen zum alten Ziel gehen. Dieses Buch ist ja, wie gesagt, von 1965. Und wo wir hier jetzt von sprechen, da geht es oftmals um das 17., 18., 19. oder auch 20. Jahrhundert. Wir sind heute im 21. Jahrhundert. Die römisch-katholische Kirche und all ihre Mitarbeiter, also sind das jetzt die Franziskanerorden, Dominikanerorden, sind das die Piusbrüder, es spielt überhaupt keine Rolle, welche römisch-katholische Organisation, entweder klerikal oder auch nicht klerikal, und natürlich vor allen Dingen die Jesuiten, ja, die Stoßtruppen des Vatikan, die SS des Vatikan, die Soldaten der römisch-katholischen Kirche, haben immer bestimmte Ziele, die sie erreichen wollen. Und sie setzen sich ganz große Ziele in weiter Ferne. Aber um diese Ziele zu erreichen, kann man nicht einen gigantischen Schritt gehen und man ist da, sondern man muss ganz viele kleine Schritte machen, um dahin zu kommen. Und bei diesen Schritten gibt es oftmals auch Rückstöße, dass man zurückgeworfen wird, dass man sein Ziel nicht erreicht, dass man wieder von vorne anfangen muss. Dann geht man einen anderen Weg als den, den man vorher beschritten hat. Man probiert es ja nicht zweimal auf die exakt selbe Art und Weise, dann würde ja jeder sofort merken, was hier los ist. Sondern man macht es ganz geschickt auf andere Art und Weise. Man verbirgt es anders, man macht eine andere Politik. Das beste Beispiel, meine lieben deutschen Brüder und Schwestern, ist doch, wenn ihr in Deutschland wohnt und wir wissen, dass das sogenannte Nazireich, ja, das nationalsozialistische Dritte Reich, das ja immer Nazi genannt wird, wo ich Nationalsozialist nie Nazi abkürzen könnte, Nasozi vielleicht, aber nicht Nazi, ist auch egal. Jedenfalls, wo dieses Dritte Reich, von dem wir ja wissen, dass es 100% römisch-katholisch kontrolliert war, 100% von der römisch-katholischen Kirche, vom Papst kontrolliert war, jede Sekunde, jeder Akteur dort, jeder Schauspieler dort in dieser Regierung und drum und dran, waren alle römisch-katholisch kontrolliert. Das haben wir in vielen verschiedenen Lesungen bereits festgestellt und wir haben es auch in den meisten Fällen auch bewiesen, ja, außer die, wo wir gesagt haben, da muss man hier nicht mehr beweisen, das ist auch logisch. Das Ziel, was das Dritte Reich erstmal auf, lass uns mal sagen, auf weite Sicht erreichen sollte, das war nicht erreicht worden. Also will man dieses selbe alte Ziel, was man mit dem Dritten Reich nicht erreicht hat, auf anderen Wegen erzielen. Also nennt man die NSDAP um, macht sie CDU-CSU, nimmt die Diktatur von einem Führer weg und nimmt einen Bundeskanzler, den man auch bestimmen kann, und nennt das Ganze Bundesrepublik Deutschland mit einem Parteiensystem, nennt das Demokratie, aber man beschreitet denselben Weg. Und wir sind heute in 2024 auf exakt demselben Weg, auf dem wir in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts waren. Wir sind auf exakt demselben Weg, auf dem wir im Grunde, wieder mit anderen Wegen beschritten damals natürlich, beim ersten 30-jährigen Krieg im Beginn des 17. Jahrhunderts waren. Jeder einzelne Schritt, der hier passiert, der hier in diesem Buch passiert, ist immer ein antireformatorischer, ein antiprotestantischer Schritt. Es geht darum, den Protestantismus, es geht darum, die Bibel, das Wort Gottes, mit der Wurzel auszurotten. An der Wurzel auszurotten. Nichts darf davon übrig bleiben. Es darf nur das Dogma, die Lehre der römisch-katholischen Kirche überbleiben. Denn nur wenn das Dogma der römisch-katholischen Kirche überbleibt, dann hat man, wenn es endlich wieder eine Kirche gibt, wie eine Welt und zum Liebesmahl das ganze menschliche Geschlecht erscheint. Versteht ihr? Und es gab durch die letzten Jahrhunderte immer wieder Momente, wo die Pläne fehlgeschlagen sind. Aus welchen Gründen? Das jetzt auch noch jedes Mal bis ins Detail zu beschauen, das wäre müßig. Da geht es auch gar nicht drum.
Außerdem dürfen wir nicht vergessen, dass auch immer Gott seine Hand im Spiel hat und die Ziele unerreichbar machen lässt durch seine Intervention. Ja? Weil Gott kennt ja das Ende von Beginn an. Er greift nicht in unsere Entschlüsse ein oder in unsere in unseren Willen, unsere Taten, aber da er weiß, was wir tun, kann er das, was der eine tut, und weil er weiß, was der andere tut, das auch so gebrauchen, dass am Ende das Ziel, das sie sich gesteckt haben, vielleicht nicht erreicht wird. Deswegen haben die Menschen immer noch freien Willen. Deswegen sind die Menschen keine Puppen an der Hand Gottes. Das sind sie nicht. Aber Gott kennt das Ende von Beginn an. Und er weiß, was ein jeder tut. Und dann können natürlich die Leute auch in den bestimmten Positionen eben die Dinge ausspielen, die sie machen. Und deswegen arbeiten sie sich oftmals eben auch gegen. Und deswegen gibt es bis heute, 2024, diese neue Weltordnung noch so nicht. Ob es sie schlussendlich einmal geben wird, wie lange es sie geben wird, das steht auf einem anderen Blatt. Das will ich auch heute gar nicht besprechen. Aber es ist ganz klar, das Unterkapitel dieses Buches auf neuen Wegen zum alten Ziel ist etwas, was die römisch-katholische Kirche von Anfang an beschritten hat. Seit der Gründung dieser Kirche, die ja zurückgeht in das erste Jahrhundert mit Simon Magus, den wir in Apostelgeschichte Kapitel 8 bereits kennenlernen, er ist der wahre Gründer der römisch-katholischen Kirche. Seitdem hat diese Kirche nichts anderes im Sinn als die Weltherrschaft. Weil Jesus Christus in Matthäus Kapitel 4 und Lukas Kapitel 4 dem Teufel widerstand und das Angebot, die ganzen Weltreiche oder die ganzen Königreiche dieser Welt zu bekommen und zu kontrollieren, abgeschlagen hat. Aber der Papst oder derjenige, der sich eben niederkniet und den Teufel anbetet und dafür eben sorgt, dass der Teufel angebetet wird von der ganzen Welt, derjenige hat das Angebot nicht abgeschlagen. Und das ist jetzt schon fast 2000 Jahre her. Und das ist immer wieder eine andere Person, aber es ist immer wieder in demselben Sitz. Nämlich in dem Sitz des Pontifex Maximus. Zu Anfang noch nur mit weltlicher Macht, als die Cäsaren waren im heidnischen Rom. Aber als das heidnische Rom umgeschaltet hat und das päpstliche Rom wurde und wir dann den Bischof von Rom in seiner Kraft immer haben wachsen sehen durch die Jahrhunderte hin, von der Gründung mehr oder weniger des Papsttums um ja, das 6. Jahrhundert, 7. Jahrhundert ungefähr, da hat der Papst sich so ungefähr entwickelt und ist dann in seiner Macht aufgestiegen, hat immer mehr und mehr Macht versammelt und bekommen, sowohl geistlich als auch weltlich, bis es schlussendlich auf einen Papst hinauslief, der derjenige ist, der die 1260 Jahre der Herrschaft des Antichristen auf dieser Welt manifestiert hat. Und in der Zeit leben wir heute immer noch. Seitdem hat das Papsttum das Ziel verfolgt, nicht nur selbst den Teufel anzubeten, sondern all die, die ihn anbeten, all die, die ihm hörig sind, all die, die ihm gehorchen, ebenso dazu zu bringen, dasselbe anzubeten, wie er es tut. Und damit die Forderung des Teufels zu erfüllen, dass eben die ganze Welt ihn anbetet, den Kunstgott, sag ich mal, den Idolgott, als anstatt den wahren Gott, Yahweh, unseren Vater im Himmel. Und dass jeder die Lehre des Teufels akzeptiert und nicht die Lehre von Jesus Christus akzeptiert. Das ist das alte Ziel. Das ist das einzige Ziel. Und dieses Unterkapitel auf neuen Wegen zum alten Ziel ist im Grunde ein Kapitel, das sich tagtäglich in unserer Welt wiederholt. Jedes Mal, wenn ein Schritt zu diesem Ziel nicht erreicht ist, dann wird der nächste Schritt eingesetzt, um dieses Ziel zu erreichen, mit anderen Wegen. Wie ich gerade am Beispiel
Drittes Reich Deutschland, Bundesrepublik Deutschland erklärt habe. Und da haben wir ja genügend drüber gesprochen in der Serie Moderne Kriege. Und da gehen wir auch sicher noch hin zurück, wenn wir in das original alte Skript gehen, was wir für über 100 Lesungen einmal angefangen haben zu besprechen. Dann gehen wir da ganz sicher nochmal drauf ein. Und dann wird bei vielen auch das Verständnis langsam kommen, um zu sagen von, ja, die römisch-katholische Kirche will immer dasselbe. Sie versucht es auf alle möglichen Kniffe, auf alle möglichen Wege, dieses Ziel zu erreichen. Und hier sind wir jetzt halt in dem Kapitel auf neuen Wegen zum alten Ziel, mit neuen Wegen dasselbe Ziel nochmal zu erreichen. Hier beginnen wir jetzt auf Seite 108 mit der 10. Lesung in diesem Buch. Übrigens, das Witzige ist ja eigentlich, dass ich mir auch eine Note genommen hatte, dass ich ab Seite 108 sowieso eine Extra-Lesung machen wollte. Ja, ich werde diese erste Viertelstunde jetzt auch als Extra-Video veröffentlichen, aber wir gehen jetzt in dem Buch ganz normal, zwischen Anführungszeichen, ganz normal weiter, halt in das neue Kapitel auf neuen Wegen zum alten Ziel. Der Dichter Friedrich Hebbel hat die vatikanische Politik, die in der christlichen Ideologie wurzelt, in dem Drama Demetrius, durch den Mund des darin auftretenden Kardinallegaten verkünden und begründen lassen. Das Ziel dieser Politik war die Katholisierung Russlands. Das allgemeine Fernziel war indessen die Katholisierung aller Völker und deren Beherrschung durch den Papst. Denn es war und ist nach der Ex-Kathedra-Erklärung des Papstes Bonifaz VIII. Zitat, zum Heile der Menschheit notwendig, dem römischen Papst unterworfen zu sein. Wir erinnern uns, Unam Sanctam, Papst Bonifaz VIII., 1302. Und da habe ich ja auch mehrere Videos drüber gemacht und das auch in mehreren Videos bereits erwähnt. Dementsprechend erklärt der Kardinallegat bei Hebbel, Zitat, es gilt das heilige Werk, das tausendmal misslungen, doch aber tausendmal mit frischen Kräften begonnen und vollendet werden muss. Und legten wir auch erst am jüngsten Tag den letzten Stein mit unserem letzten Schweiß. Ende Zitat. Das misslungene Demetrius-Unternehmen in Russland bildete aber nur ein Teilstück in dem groß angelegten gegenreformatorischen Gesamtprogramm des Jesuitenordens. Kaum waren daher die russischen Wirren beendet, als in Deutschland der unheilvolle 30-jährige Krieg vorbereitet wurde. Im Jahre 1609 wurde die Katholische Liga, ein aggressives Militärbündnis katholischer Fürsten, durch den jesuitenhörigen Herzog Maximilian von Bayern gegründet. Die protestantischen Fürsten bildeten ihrerseits die Evangelische Union. Dieser Bund war den von dem Jesuitenzögling Tilly geführten Streitkräften der Katholischen Liga offensichtlich unterlegen. Unter diesen immer bedrohlicher werdenden Umständen wandten sich die evangelischen Fürsten an den französischen König Heinrich IV. Dieser hatte sich als ehemaliger Hugenott durch die den evangelischen Franzosen in dem Edikt von Nantes gewährte Religionsfreiheit als duldsamer Fürst erwiesen. Heinrich IV. Zeigte sich jetzt geneigt, die Protestanten in Deutschland zu unterstützen. Wenn dies auch nicht aus uneigennützigen oder religiösen, sondern aus ehrgeizigen und politischen Gründen erfolgte, so musste ein solcher Machtzuwachs der Union der Liga gefährlich werden. Infolgedessen wurde Heinrich IV. Im Jahre 1610 von dem fanatischen, mit den Jesuiten in Verbindung stehenden Franz Ravaillac ermordet. Und ihr erinnert euch, dass wir diesen Fall ausführlich besprochen haben in Griesingers Geschichte der Jesuiten. Die Jesuiten Johannes Mariana und Claurus Bonartius hatten in ihren Schriften die Gläubigen zu dem Mord ermuntert und ihn nach der Jesuitenmoral gerechtfertigt. Welche Jesuitenmoral? I-N-R-I. Es ist rechtens, ne? Ihr erinnert euch? Es ist rechtens, abtrünnige Könige zu ermorden. Justum neca regius impius. Ne? Aus dem Eid der Jesuiten übrigens. Da steht es nochmal drin, wenn ihr es nachlesen wollt. Also, Bonartius hatte geschrieben, Zitat,
Es gibt keinen gerechten Grund, den Franzosen zu beseitigen. Also, Entschuldigung, gibt es, verkehrt rum gelesen, gibt es keinen gerechten Grund, den Franzosen zu beseitigen? Der König, also Heinrich IV., ist ein Tyrann, ein Unterdrücker der Freiheit. Gibt es gegen dieses Raubtier keinen Soldaten? Wird kein Papst dieses edelste Reich mit dem Beile befreien und dem Leben zurückgeben? Ende Zitat. Nun, jetzt könnte man natürlich sagen, also Justus Necker Regius Impius heißt natürlich gerechte Könige. Und wir sagen hier jetzt, der König IV. Ist ein Tyrann, ein Unterdrücker der Freiheit. Ja, welcher Freiheit denn? Er ist ein Unterdrücker der Freiheit der Katholiken, die die Freiheit nur akzeptieren können, um ihren Gott nach ihrer Fasson anzubeten. Das ist Freiheit für einen römischen Katholiken. Nicht Freiheit, was wir darunter verstehen. Und wenn ein Jesuit so etwas spricht, dann müssen wir uns immer vom Bewusstsein, dass Freiheit, was wir darunter verstehen, sicher als bibelgläubige Christen, nicht die Freiheit ist, was ein römischer Katholik darunter versteht. Und deswegen ist natürlich ein jeder König, der den römischen Katholizismus in irgendeiner Form, Art und Weise auch nur ein wenig unterdrückt, ein Tyrann. Und deswegen ist es rechtens, eben solche Könige zu beseitigen. I-N-R-I. Eben, das ist eben das Jesuitenmotto, ne? Nach der Jesuitenmoral. Damit ist das gerechtfertigt bei ihnen. Gibt es gegen dieses Raubtier keinen Soldaten? Na, die Gesellschaft Jesu besteht ja nur aus Soldaten. Wird kein Papst dieses edelste Reich mit dem Beile befreien und dem Leben zurückgeben? Also, man muss es eben richtig verstehen, was hier gemeint ist, vor allen Dingen, was gemeint ist mit der Jesuitenmoral. Ne? Und die Jesuitenmoral ist eben I-N-R-I. Mariana pries den beispielhaft genannten Mord an dem französischen König Heinrich III. Das passierte am 1. August 1589. Insignem animi confidentiam facinus memorabile. O ausgezeichnete Kühnheit des Geistes, o denkwürdige Tat. Als dann der jesuitenhörige Ferdinand von Österreich zum Kaiser gewählt wurde und er die zuvor den Böhmen gewährte Religionsfreiheit aufzuheben begann, löste ein an sich bedeutungsloser örtlicher Aufstand der Böhmen in Prag im Jahre 1618 den Dreißigjährigen Krieg in Deutschland aus. Ein Krieg, der ein Werk der Jesuiten war. Da haben wir bei Griesinger ausführlich drüber gesprochen. Und, Zitat, indem die Fürsten und Könige die Rolle spielten, welche ihnen die Jesuiten geschrieben, Ende Zitat, von Quörer aus anderen Orten auf Seite 339. Schiller hat das 17. Jahrhundert sehr richtig gekennzeichnet. Er schreibt, Zitat, mit verbundenen Augen in die Mönchskutte gehüllt, die Fackel in der Hand, streifte der Fanatismus durch Europa, Ende Zitat. Ich denke, dass man mit diesen kurzen Worten den Dreißigjährigen Krieg sehr gut zusammenfassen kann. Mit dieser Fackel des Fanatismus wurde hier der Krieg oder ein Krieg entfacht, dort ein Scheiterhaufen entzündet, hier ein Mord verursacht, dort ein Aufstand geschürt. Während das Demetrius-Unternehmen in Russland zusammengebrochen war und auch der Dreißigjährige Krieg in Deutschland die Jesuiten ihrem Ziel nicht näher gebracht hatte, begann der Orden seine Tätigkeit im nächsten Jahrhundert wieder in Russland, um das heilige Werk mit frischen Kräften zu beginnen. Oder mit anderen Worten, mit anderen Mitteln, ja, oder mit, auf neuen Wegen zum alten Ziel. Ne? Um zu erkennen, mit welcher Zähigkeit die Jesuiten dem gesteckten Ziel der Katholisierung Russlands zustrebten, müssen wir uns die Ereignisse seit dem Beginn des 18. Jahrhunderts vergegenwärtigen. Der seine Reformen mit brutaler Gewalt durchsetzende Zar Peter der Große, der regierte zwischen 1689 und 1725, ordnete die russische Kirche dem Zarenthron unter. Also hier haben wir genau das Umgekehrte, was wir in Rom haben. Der Zar ordnete die russische Kirche den Zarenthron unter. Hier regiert die weltliche Macht die geistige Macht. Undenkbar im päpstlichen Rom, nicht wahr?
Er unterstellte die Leitung der Kirche dem Heiligen Synod, einer staatlichen Verwaltungsbehörde. Er führte also das durch, was dem falschen Demetrius vorschwebte. Wenn man jetzt natürlich bedenkt, wir müssen bei diesem Satz bedenken, er führte das durch, was dem falschen Demetrius vorschwebte. Ja, in der Hinsicht, dass der Demetrius dasselbe vorhatte. Also, jetzt könnt ihr sagen, von ja, aber hat er ja nicht vor, was Rom will. Doch, weil er ja von Rom kontrolliert wäre, der Demetrius. Der Zar Peter der Große war nicht von Rom kontrolliert. Das heißt, die orthodoxe Kirche in Rom wird zwar vom weltlichen Herrscher regiert, aber dieser weltliche Herrscher ist nicht unter der Fuchtel von Rom. Und das wäre bei Demetrius eben anders gewesen. Von daher, Peter der Große hat die Kirche dem Staat untertan gemacht, hat einen heiligen Synod eingerichtet, eine staatliche Verwaltungsbehörde, um diese Kirche zu leiten. Genau das, was Demetrius auch wollte, mit dem Unterschied, Demetrius war Rom kontrolliert, Peter der Große nicht. Während Peter die Dogmen der russischen Kirche unangetastet ließ, erreichte er mit dieser neuen Organisation des Heiligen Synod die Vorherrschaft des Staates. So, Peter ließ die Dogmen der russischen Kirche unangetastet. Das hätte Demetrius zum Beispiel nicht getan. Demetrius hätte dafür gesorgt, dass die russische Kirche die Dogmen anpasst an die römische Kirche. Ihr seht den Unterschied, ja? Der Verweser des Patriarchenstuhls von Moskau, dessen Bedeutung etwa der Stuhl des Petri in Rom entsprach, also das wäre dann der östliche Papst, wenn man so will, ja? Der Verweser des Patriarchenstuhls ist vergleichbar mit dem, was der Papst in Rom ist, für die orthodoxe russische Kirche, wurde von der weltlichen Macht abhängig. Allerdings, und das muss hier berücksichtigt werden, Peter der Erste war als der Zar das Oberhaupt dieser nationalen, auf die Völker des Ostens beschränkten russisch-orthodoxen Kirche. Im Westen dagegen hatte sich das Papsttum, zumal nach Begründung des Jesuitenordens, zu einer übernationalen, überstaatlichen Macht entwickelt, die in den einzelnen christlichen Nationalstaaten mittels der Religion Politik betrieb. Diese überstaatliche Politik des Vatikans gipfelte darin, einen Staat gegen den anderen auszuspielen und die militärische Macht des einen gegen den anderen zur Erhaltung des eigenen Einflusses zu benutzen. So, und aus diesem Satz sehen wir, dass sich Rom überhaupt nicht durch die Jahrhunderte verändert hat. Diese überstaatliche Politik, also mit anderen Worten, dieses hinter der offiziellen Politik agieren durch die Diözesan Schattenregierung und ihre fünfte Kolonne einzusetzen, diese überstaatliche Politik des Vatikans über die Staaten hin, also nicht nur in den einzelnen Staaten, sondern über die Staaten hinaus, gipfelt darin, einen Staat gegen den anderen auszuspielen. Was machen sie denn heute? Was ist denn bitteschön die Ukraine? Was ist denn bitte schön die Hamas gegen Israel? Was ist denn bitte schön USA gegen Irak in der Zeit? Diese ganzen Kriege, die stattgefunden haben, im 20. Jahrhundert, im 21. Jahrhundert, im 19. Jahrhundert und so weiter, das ist überall dasselbe. Der Vatikan spielt einen Staat gegen den anderen aus und tritt am Ende als Sieger hervor. Und wenn man alle Staaten gegeneinander ausgespielt hat und schlussendlich nur noch einen Sieger gibt, weil alle Staaten aufgelöst wurden in einer neuen Weltordnung, in der eben alles eins ist, und dieses eine wird von dem einen oben kontrolliert, dann haben wir eben das erreicht, die Wiederherstellung der alten Weltordnung, was sich nennt die neue Weltordnung, dann haben wir das schlussendliche Ziel erreicht, das alte Ziel erreicht. Dieser Satz ist an Wichtigkeit nicht zu unterschätzen. Diese überstaatliche Politik des Vatikans gipfelte darin, einen Staat gegen den anderen auszuspielen und die militärische Macht des einen
gegen den anderen zur Erhaltung des eigenen Einflusses zu benutzen. Seht ihr, deswegen ist diese ganze Diskussion immer so, der Papst hat doch gar keine Macht. Ach, der hat doch nicht mal eine Armee. Ja, der hat da die Schweizer Garde, die beschützt ihn selber, aber sonst hat er überhaupt kein Militär. Ich brauche doch kein Militär, wenn ich die ganzen militärischen Mächte kontrolliere. Und wenn ich der einen Macht sage, gegen die andere Macht vorzugehen und Krieg zu machen, dann brauche ich doch gar keine eigenen Armeen, wenn alle anderen Armeen mir hörig sind und sogar gegeneinander kämpfen auf meinen Befehl hin. Und nichts anderes machen wir doch die ganzen Jahre durch bereits. Nur keiner sieht es, weil keiner die überstaatliche Politik des Vatikans sieht, weil die Menschen nicht begreifen, wie die römisch-katholische Kirche arbeitet. Wenn wir uns nochmal das Buch in Gedächtnis rufen, The Global Vatican, ja, da erinnert ihr euch sicher, da habe ich ein paar Mal bereits dieses Zitat gebracht, auch in den modernen Kriegen. Und ich werde es jetzt hier nochmal live eben nochmal bringen. Ich werde es mal kurz aus dem Englischen ins Deutsche übersetzen. Ich habe mir die Übersetzung komischerweise immer noch nirgendwo niedergeschrieben, aber ich kann es hier jetzt ja live mal eben machen, während ich weiterspreche. Werden wir mal ganz kurz eben den Text übersetzen, der auf Seite Römisch 16 in dem Buch Der globale Vatikan von Francis Rooney, ein ehemaliger Botschafter der Vereinigten Staaten zum Heiligen Stuhl, also zur römisch-katholischen Kirche, was dort steht. Er sagt, warum werden Macht und Einfluss des Heiligen Stuhls unterschätzt? Ein Teil der Antwort liegt darin, dass es sich um eine außerordentlich komplexe und einzigartige Institution handelt und diese deshalb leichter abzutun als zu verstehen ist. Das sagt Francis Rooney darüber. Ja? Und er geht dann selbst noch weiter und macht noch eine weitere Aussage, die finde ich auch sehr wichtig, aber die ist immer nur im Zusammenhang mit der ersten zu sehen. Und diese Aussage lautet dann, ich werde jetzt mal eben hier den Text vernünftig hinbringen, sonst macht hier der Google-Übersetzer nicht mit, das so stehen lässt, wie er das hier reinkopiert. Müsst ihr mir kurz eine Sekunde geben, dass ich das hier machen kann. Und dann kann ich euch das so übersetzen, wie sich das gehört. Ja. Dann sagt er hier, der Heilige Stuhl ist eine wohlwollende Quasi-Monarchie in einer Ecke einer modernen Demokratie. Er ist ein universell anerkannter Souverän. Und, Kommentar von mir, er ist der einzige anerkannte Souverän. Er kennt niemand anders als Souverän, weil alle anderen müssen abhängig von ihm sein, also nicht souverän. Er vertritt mehr als ein Siebtel der Weltbevölkerung und zugleich die Zivilregierung des kleinsten Nationalstaats der Welt. Das kleine Horn. Hm? Er hat kein Militär und nur eine vernachlässigbare Wirtschaft. Die fungiblen Vermögenswerte des Vatikans sind etwa 1 Milliarde Dollar wert. Ein Tropfen auf dem heißen Stein im Vergleich zum Beispiel zu 27 Milliarden Dollar Stiftungsvermögen der Harvard-Universität. Aber er hat mehr Reichweite und Einfluss als die meisten Nationen. So, aber wenn man das begriffen hat und das zusammenliest mit dem Satz hier aus dem Buch von 1965, die überstaatliche Politik des Vatikans gipfelte darin, einen Staat gegen den anderen auszuspielen, dann versteht man, wie der Staat, der römisch-katholische, wie der Vatikan es schafft, eben genau diese überstaatliche Politik zu machen, ohne dass die anderen sehen, wer dahinter steckt. Aber seid doch mal ehrlich, die meisten Leute haben doch überhaupt kein Verständnis, wie Politik abläuft und wie Politik mit der Religion miteinander vermischt ist und haben überhaupt kein Verständnis, keine Kenntnis davon, dass die Mächte im Hintergrund, das ist ja auch ein interessanter Titel, der hier in dem Buch vorher gebraucht wurde, ja, diese unsichtbaren Mächte im Hintergrund, wie die alle die Geschicke und politische Tagegeschehen und alles drum und dran leiten von denjenigen, die wir sehen. Die sichtbare Macht. Die sichtbare Macht wird von der unsichtbaren Macht gesteuert. Und diese unsichtbare Macht ist genau das, was Francis Rooney hier gerade eben genannt hat und sagte, dass der Heilige Stuhl, wollen wir mal eben sehen, hier eine Seite zurückgehen. Macht er jetzt nicht. Okay. Die erste Aussage, die wir gerade eben
getroffen hatten von Francis Rooney. Ja? Warum ist die Macht und der Einfluss des Heiligen Stuhls falsch eingeschätzt oder unterschätzt? Ein Teil der Antwort liegt in der Tatsache, dass es eine besonders komplexe und eigenartige oder einzigartige Institution ist und daher ist es einfacher, diese zu ignorieren, als sie zu verstehen. Weil die meisten Leute eben sich nicht die Mühe machen wollen, diese Dinge zu verstehen. Sie geben sich, so mit anderen Worten, geschlagen. Sie geben sich dem Willen des Vatikan hin, weil sie ihn nicht wieder fragen und weil sie den Willen des Vatikan zu ihrem eigenen machen. Und auch wenn sie dabei nicht vielleicht religiös sind, nicht vielleicht römisch-katholisch an erster Stelle sind, dann sind sie aber dadurch willige Gefährten des Vatikan. Sie sind Menschen guten Willens. Und das bringt uns dann wieder zurück auf die Goodwill-Aktion, die wir bei Lucis Trust ja kennen. Ne? Wie heißt das da noch so schön? Lass mich das nochmal eben suchen. Das ist ja heute hier eine schöne, interessante Lucis Trust-Webseite. World Goodwill heißt es, glaube ich, ne? Wenn wir eben die Seite wird geladen hier. Ja, Arcane School, Alice Bailey Books, World Goodwill. Und World Goodwill vereinigt eben alle Menschen guten Willens, die noch nicht einmal irgendwas mit Religion am Hut haben, die überhaupt nicht verstehen, dass sie religiös sind oder religiös gemacht werden oder halt katholisch gemacht werden, dadurch, dass sie eben guten Willens sind. Wie kennt man das in Deutschland so schön, die Benennung von Gutmenschen? Ja, das bekommt auf einmal, dieses Wort bekommt auf einmal eine ganz andere Bedeutung, eine ganz andere Konnotation, nicht wahr? Diese guten Menschen, die spielen das Spiel des Vatikans mit, weil sie es gar nicht begreifen, dass der Vatikan mit ihnen ein Spiel spielt. Und diese Ignoranz, davon nährt sich die römisch-katholische Kirche. Und natürlich der Staat, den die Kirche kontrolliert. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also wirklich, ich bleibe selten auf einem Satz so lange hacken, wie auf diesem hier jetzt. Weil es ganz, ganz wichtig ist, es ist ein Kernverständnis, das man entwickeln muss. Wenn man dieses Kernverständnis hier nicht hat, wenn ihr das nicht begreift, wenn ihr das nicht versteht, wenn ihr euch das nicht vereinnahmt und wenn ihr das nicht selbst auch anderen lehren könnt, dann hat es im Grunde gar keinen Sinn, sich weiter dieses Buch zu lesen oder diese Buchlesung anzuhören. Jemand, der das verwirft und das nicht versteht, was ja in der Bibel natürlich auch geschrieben steht, hauptsächlich Offenbarung 13, da gehen wir mal in Ja sollte Gott gesagt haben, intensiv drauf ein, später in der Zukunft mal, wenn ich die Lesungen wieder aufnehme und dann endlich dahin komme, das wird noch eine ganze Weile dauern, aber es ist alles geplant zu kommen. Jemand, der diese Einsicht nicht hat, der versteht überhaupt nicht, was in dieser Welt vor sich geht. Und wenn man es nicht versteht, ja, dann ist es, was ist es am leichtesten, als es zu ignorieren, abzutun, als von, ach, interessiert mich nicht, ist ja nicht an meiner Türschwelle, auch betrifft mich ja nicht, lass sie doch machen, lass sie doch tun. Solange ich meine Brot und Spiele habe, solange ich hier der europäischen Fußball-Weltmeisterschaft folgen kann, der Tour de France folgen kann, der Olympiade folgen kann, der Fußball-Weltmeisterschaft folgen kann, solange ich Karneval feiern kann, solange ich meine Drogen nehmen kann und in den Club gehen und saufen kann und rumhuren kann, die Sachen machen kann, die ich gerne möchte, boah, solange interessiert mich das alles doch gar nicht. Und jetzt fühlt euch bitte nicht persönlich angesprochen, aber der Großteil der Menschen da draußen ist so. Ich mache das ja ständig mit meinen Kollegen in der Taxifirma und mit vielen Kunden eben auch. Die sind so. Die würden das natürlich niemals zugeben, wenn man ihnen das so an den Kopf wirft. Nein, ich habe schon edle Ziele, ich bin ein ganz guter Mensch. Ich bin ein guter Mensch. Ein gut Mensch. Ah, ein Mensch guten Willens. World Goodwill. Und der Sack ist zu und der Kreis schließt sich. Also, diese überstaatliche Politik des Vatikans gipfelte darin und gipfelt, ja, also
man muss das gar nicht mehr in der Vergangenheit lesen hier. Diese überstaatliche Politik des Vatikans damals gipfelte und heute immer noch gipfelt darin, einen Staat gegen den anderen auszuspielen und die militärische Macht des einen gegen den anderen zur Erhaltung des eigenen Einflusses zu benutzen. Naturgemäß war der auf diese Weise entmachtete Patriarch von Moskau, Stefan Jaworski, ein heimlicher Gegner des Zaren. Dieser orthodoxe Priester war aber auch ein heftiger Gegner Luthers. Er nannte den deutschen Reformator ein von höllischem Gift gesättigtes Gewürm, einen dreifach verfluchten Ketzer und ähnlich. Als er jedoch die Verbrennung eines solchen Ketzers veranlasst hatte, wurde ihm jegliche Gerichtsbefugnis durch den Zaren entzogen. So tyrannisch unduldsam Peter auch bei Widerstand gegen die Staatsgewalt zu verfahren pflegte, so duldsam war er in dogmatischen Fragen der Kirche. In dieser Hinsicht könnte man ihn mit Friedrich dem Großen vergleichen, der bekanntlich jeden seiner Untertanen, Zitat, nach seiner Fasson selig werden ließ. Also Friedrich der Große hat bekanntlich jeden seiner Untertanen nach seiner eigenen Art glücklich werden lassen. Nun, Aleister Crowley, der größte Satanist des 20. Jahrhunderts, hat das in andere Worte gefasst und hat gesagt, tu was du willst, soll das ganze Gesetz sein. Da gehe ich jetzt nicht weiter drauf ein, aber Friedrich der Große war Freimaurer kontrolliert und Freimaurer sind Jesuiten kontrolliert. Ich finde da überhaupt nichts Gutes dran, wenn Friedrich der Große sagt, ein jeder soll nach seiner eigenen Fasson selig werden. Ein guter christlicher Herrscher würde sagen, ein jeder soll selig werden nach der Lehre der Bibel, nach der Lehre Jahwehs und nach dem Erkennen und Bekennen von Jesus Christus. Danach soll einer selig werden. Das wäre ein wahrer christlicher Führer und nicht ein jeder soll nach seiner Fasson selig werden. Auf jeden Fall kann man hier zumindest daraus verstehen, dass Friedrich der Große den Menschen die Möglichkeit gegeben hat, selbst ihre eigene Religion zu wählen. Etwas, was die römisch-katholische Kirche von jeher den Menschen verboten hat und auch heute noch verbietet. Diese Umstände, sagt der Autor, und die Stellungnahme des Patriarchen von Moskau gegen das Luthertum, die der des Jesuitenordens so ganz entsprach, mochten im Vatikan die Hoffnung wiedererweckt haben, den Zaren für die römisch-katholische Kirche gewinnen zu können, zumal Peter auf seinen Reisen durch westeuropäische Länder schon sehr oft katholische Kirchen besucht hatte. Nun, katholische Kirchen, ja, weil die Orthodoxen sind ja auch nichts anderes als katholisch. Sie haben nur ein anderes Dogma, sie haben andere Riten, aber katholisch sind sie auch. Wir dürfen nie vergessen, deswegen mache ich den Punkt hier jetzt bitte zum sovielten Male, wir dürfen nie vergessen, das Schisma, die Teilung der römisch-katholischen Kirche in die Ost- und Westkirche, also die griechisch-orthodoxe oder russisch-orthodoxe auf der einen und die römisch-katholische auf der anderen Seite. Diese Teilung aus der Mitte des 11. Jahrhunderts ist ja eine Teilung von in der Basis derselben Kirche. Das ist ja nicht irgendwie, dass die einen gesagt haben, von wir sind jetzt bibelgläubig und vertreten die Bibel und die anderen sagen, oh, wir sind römisch-katholisch, wir vertreten die römisch-katholische antichristliche Lehre. Nein, nein. Die Ost- und die Ostkirchen haben ja alle beide denselben katholischen Boden. Das ist genau wie in der Vorhersage von Daniel in Kapitel 2 ist es, glaube ich, mit der Metallstatue, ne? Die beiden Beine, ne? Des letzten eisernen Königreiches. Ne? Könnte man so verstehen. Ich persönlich bin da nicht ganz dahinter, aber man könnte es durchaus so verstehen, dass halt Rom auf zwei Beinen steht, auf dem Ostbein und auf dem Westbein, weil katholisch sind sie beide. Kann Peter doch gerne die katholischen Kirchen besuchen. Katholisch ist er selbst ja auch. Halt anders katholisch, nicht römisch-katholisch, aber ostkatholisch. Der Autor fährt fort und sagt, bereits in den letzten Jahren des 17. Jahrhunderts begann der Vatikan neue Schritte zu dem erstrebten Ziel zu unternehmen. Der deutsche Philosoph Leibniz, der lebte zwischen 1646 und 1716,
förderte dieses Bestreben, wenn auch aus ganz anderen Gründen. Im Jahre 1711 war Leibniz zuerst mit Peter dem Großen zusammengetroffen. 1711, ein ganz, ganz wichtiges Jahr. Weil im Jahre 1710/1711 haben die Jesuiten die Freimaurerei komplett übernommen, unter anderem durch die Einführung des schottischen Ritus der 33 Grade. Das ist durch die Jesuiten passiert. Von daher interessant, dass im Jahre 1711 Leibniz mit Peter dem Großen zusammentrifft. Der Philosoph, ne, Leibniz, und Philosophen sind ja etwas, die nicht unbedingt römisch-katholisch sein müssen, die aber immer gerne der freimaurerischen Lehre, ne, Fraternité, Egalité, Liberté anhängen, ne, also Freiheit, Einigkeit und Gleichheit oder Brüderlichkeit, ne, die Schlagworte aus dem dann Ende des 18. Jahrhunderts der daraus erwachsenen französischen Revolution, die ja auch von Jesuiten zwischen Anführungszeichen eben durch Freimaurer geleitet war. Ne? Im Jahre 1711 war dieser Leibniz, der Philosoph, also mit Peter dem Großen zuerst zusammengetroffen. Und Leibniz hatte dem reformfreudigen Zaren einen Plan zur Gründung einer kaiserlich-russischen Akademie der Wissenschaften ausgearbeitet und auch andere kulturelle Vorschläge unterbreitet. Merkt ihr jetzt die Wichtigkeit meines Kommentars gerade eben, dass eben hier die Freimaurerei komplett übernommen wurde von den Jesuiten im Jahre 1710 und 1711 und Leibniz, ein Philosoph, der mit großer Wahrscheinlichkeit ein Freimaurer war, hier mit Peter dem Großen zusammentrifft und ihm eben einen Plan vorschlägt zur Gründung einer kaiserlich-russischen Akademie der Wissenschaften und auch andere kulturelle Vorschläge. Leibniz hatte sich schon seit einiger Zeit um eine Zusammenführung der katholischen und evangelischen Kirchen in Deutschland bemüht. Also ist er hier sogar auf ökumenischem Pflaster unterwegs. Ne? Wir wollen wieder die evangelischen Kirchen unter die Flügel der römisch-katholischen Kirche zusammenbringen. Erst versucht das mit den katholischen evangelischen Kirchen in Deutschland und danach geht er nach Russland und probiert es mit der russisch-orthodoxen Kirche, die wieder unter die römischen Fittiche zu bringen. Große Philosophen wie Leibniz unterschätzen sehr oft die politischen Interessen der Kirchen. Sie meinen, jene trennenden Dogmen, an die sie selbst natürlich nicht glauben, wie gesagt, wenn Leibniz, wie ich behaupte, ein Freimaurer war, dann glaubt er nicht an die Dogmen der römisch-katholischen Kirche, aber er arbeitet doch dafür, weil er von anderer Seite kontrolliert ist, ohne es zu wissen. Sie meinen, jene trennenden Dogmen müssten doch leicht auszugleichen sein, während ein gemeinsamer religiöser Kern ja schließlich in allen Religionen zu finden ist. Bam! Hier haben wir's! Ein gemeinsamer religiöser Kern ist schließlich in allen Religionen zu finden. Das führt uns zurück zu Babylon Mysterienreligion, das Buch von Ralph Woodrow. Das führt uns zurück zu Alexander Hislop, von Babylon nach Rom. Das ist eben der gemeinsame Kern all dieser Religionen außerhalb der Bibel. Ihr gemeinsamer religiöser Kern liegt in Babylon. Offenbarung 17. Auf ihrer Stirn stand ein Name geschrieben, Geheimnis, die Hure von Babylon, die Mutter aller Abscheulichkeiten. Ja, das ist der gemeinsame religiöse Kern von allen Religionen. Das hat Leibniz gut erkannt. Der ja, und ich habe es jetzt gar nicht mehr nachgeschaut, ich garantiere euch, der war ein Freimaurer. Ganz sicher. Das ist kein Zufall, dass im Jahre 1711 dieser Leibniz, der sich vorher schon ökumenisch in Deutschland eingesetzt hat, also um die evangelische und katholische Kirche zusammenzubringen, jetzt nach Russland geht und da genau dasselbe probiert. Auf neuen Wegen zum alten Ziel. Neue Wege, was ist denn das hier? Och, lasst uns doch eine kaiserlich-russische Akademie der Wissenschaften gründen. Und die werden wir dann vom Westen her aus unterstützen. Und wir werden unsere Wissenschaftler zur Verfügung stellen für die Russen. Tja, nicht dumm gedacht, ne?
Das von dem französischen König Heinrich IV. Den Protestanten in Frankreich im Jahre 1598 gewährte Edikt von Nantes wurde im Jahre 1685 auf Betreiben der Jesuiten La Chaise und Le Tellier durch Ludwig XIV., der regierte zwischen 1643 und 1715, wieder aufgehoben. Nun, ich möchte jetzt hier nicht allzu viel auf diese Stelle hier gerade eben genannt eingehen. Ich habe das schon so oft getan. Ich glaube, dass meine Zuschauer das langsam müde werden, das immer wieder hören zu müssen. Aber König Heinrich IV. Wurde ja, wie wir gelesen hatten, von Ravaillac durch die Jesuiten ermordet. Der hat eben in Frankreich dieses Edikt von Nantes gegeben. Und das Edikt von Nantes hat bestimmt, dass die Hugenotten, die Protestanten in Frankreich, Religionsfreiheit hatten. Und dass sie halt ihrer Religion nachgehen konnten, nach ihrem eigenen Gewissen. Nach ihrer eigenen Moralvorstellung, ihr eigenen Gewissen. Und die Hugenotten hatten als Moral- und Gewissensbasis die Bibel und nicht die römisch-katholische Lehre. Also, von daher war natürlich der Heinrich IV. Ein Feind des Papstes. Aber der hat halt dieses Edikt von Nantes gemacht. Und Ludwig XIV., der berühmte Sonnenkönig, hat im Jahre 1685 dieses Edikt von Nantes widerrufen. Und da gibt es Bilder von und alles drum. Ich habe da so viel drüber gesprochen, ich will das jetzt gar nicht groß vertiefen. Weil der Jesuit La Chaise und später der Jesuit Le Tellier, aber vor allen Dingen La Chaise, war sein Beichtvater. Und ein Beichtvater ist ja nicht nur dafür da, die Sünden zu beichten, er ist ja vor allen Dingen dafür da, eben diese Sünden auch zu vergeben. Und La Chaise hat zu einer bestimmten Inzestsünde des Königs gesagt, die kann ich dir nicht vergeben, außer... Und den Rest habe ich bereits erklärt, muss ich jetzt nicht nochmal alles machen. Also, die Folge davon war, das Jesuit von Nantes wurde zurückgezogen. Alle nicht-katholischen Franzosen wurden in grausamster Weise verfolgt. Und das hat dann eben auch dazu geführt, dass eine Menge der Hugenotten aus dem Süden von Frankreich, aus Frankreich gegangen sind nach England, von England in die sogenannte Neue Welt, Amerika und auch nach Niederlande, wobei der Limborch dabei war, der ja ein Buch über die Geschichte der Inquisition geschrieben hat, in Englisch ein großes, interessantes Werk. Und natürlich, weil wir wissen, wir haben ja Herrscher des Bösen gelesen, nicht wahr? Wo im Vorwort, glaube ich, bereits von Tappasorsi uns ja erzählt wird, dass Tappasorsi, wo er da seinen Professor der Botanik spricht, der ihm auf einmal erklärt, oh Sorsi, das ist ja ein Hugenottenname, und Sorsi gar nicht wusste, was ein Hugenott ist. Und er eben dann erfahren hat, dass seine Familie damals aus Frankreich übergesiedelt ist nach Amerika, wegen eben der Verfolgung, von der wir hier sprechen. Alle nicht-katholischen Franzosen wurden in grausamster Weise verfolgt. Das war eine neue jesuitische Kriegserklärung gegen den Protestantismus. Ja? Sie haben immer wieder den Krieg gegen den Protestantismus erklärt. Die Jesuiten rechneten darauf, gestützt auf die militärische und politische Macht Frankreichs, den Protestantismus auch in Deutschland vernichten zu können. Wenn wir ihn jetzt nach Ludwig XIV. Mit der Aufhebung des Edikt von Nantes in Frankreich haben aufheben können, die protestantische Macht, dann können wir das in Deutschland vielleicht auch. Die militärische Aggressivität Ludwigs IV. Gegenüber Deutschland veranlasste Leibniz dann auch mit einer politischen Schrift gegen den französischen König hervorzutreten. Jetzt versteht ihr auch vielleicht langsam, warum es diese lang gehegte, zwischen Anführungszeichen, Feindschaft zwischen Deutschen und Franzosen gibt, weil die Franzosen eben immer katholisch getrieben den Protestantismus in Deutschland bekämpft haben. Die militärische Aggressivität Ludwigs XIV. Gegenüber Deutschland veranlasste Leibniz dann auch mit einer politischen Schrift gegen den französischen König vorzugehen, hervorzutreten. Noch ein kleiner Kommentar von mir. Es ist ja nicht nur Ludwig XIV. Es sind ja auch andere Könige. Es ist dann später auch Napoleon gewesen. Was glaubt ihr, warum Napoleon durch Deutschland nach Russland gegangen ist? Da kommen wir, glaube ich, später in diesem Buch auch noch zu. Also ihr seht, das ist so alles umfassend, so riesenumfassend. Deswegen ist dieses Buch so echt
unglaublich interessant zu lesen. Wie der Zar Peter der Große über den vielgepriesenen sogenannten Sonnenkönig, ne, Ludwig XIV., dachte, geht aus einer Bemerkung des Zaren hervor, welche dieser nach Ludwigs Tod machte, als ein englischer Schriftsteller den französischen König mit dem russischen Zaren verglichen hatte. Peter sagte, nach einer Mitteilung des schwedischen Geschichtsschreibers M.J. van Krusenstolpe, in dessen Werk Riska Hoffet Fren Peter I. Till Nikolaus I., also der russische Hof von Peter I. bis Nikolaus I., erschienen in Stockholm 1855, Zitat, er, also Ludwig, er war viel größer als ich. Nur in einem Punkte habe ich ihn übertroffen. Nämlich darin, dass ich es verstanden habe, meine Priesterschaft zum Gehorsam zu bringen, während er sich von dieser beherrschen ließ. Das, meine lieben Brüder und Schwestern, ist genau das, was ich vor 20 Minuten oder was in dieser Lesung bereits gesagt habe. Dass eben der Unterschied darin bestand mit Peter dem Großen, dass er die Kirche sich unterworfen hat und eben in Frankreich die Kirche den Staat beherrschte. Wie es in allen de jure Regierungen passiert. Und eine Regierung, die sich nicht von Rom beherrschen lässt, ist keine de jure, sondern eine de facto Regierung. Das heißt, sie ist zwar eine Regierung, aber sie ist nicht von Rom anerkannt und wird früher oder später mit Rom in Konflikt treten. Die Beherrscher Ludwigs des 14. waren die Jesuiten, La Chaise und Letellier, deren Politik allerdings zuweilen der des Vatikans nicht entsprach, weil La Chaise und Letellier Jesuiten waren und die Politik der Jesuiten entspricht nicht immer der des Vatikans. Das Problem ist aber, dass der Vatikan von Jesuiten kontrolliert ist und deswegen gar nichts dagegen machen kann, weil schlussendlich kämpfen sie beide für dasselbe Ziel. Immer wieder auf neuen Wegen, aber zu dem alten Ziel. Die starre Haltung der Jesuiten in dogmatischen Fragen erläutert der Verlauf eines Gesprächs bei der philosophischen ersten Königin von Preußen, Sophie Charlotte, zwischen dem Jesuiten Wotha und den reformierten Theologen Jacquelot, L'Enfant und Besobre im März 1703. Der preußische Hof war zwar reformiert und, ich füge hinzu, aber freimaurerisch kontrolliert, aber die Jesuiten Wotha und Wolf hatten dem Kurfürsten Friedrich III. Von Brandenburg im Jahre 1701 die preußische Königskrone verschafft. Tja, wenn die Jesuiten jemandem die Königskrone verschaffen, dann ist man doch in deren Schuld, nicht wahr? Sie, die Jesuiten, rechneten dabei mit einem Übertritt des neu geschaffenen Königs von Preußen zur katholischen Kirche. Während der Missionstätigkeit der Jesuiten in Berlin kam es zu jenem theologischen Streitgespräch in Gegenwart der Königin. Als Jacquelot in jenem Gespräch äußerte, dass die Anwesenheit des Petrus in Rom ja nur auf einer Legende beruhe und L'Enfant die Autorität der Konzile bestritt, wurde der Jesuit derartig ausfallend gegen jene reformierten Theologen, dass er sich später bei der Königin brieflich entschuldigte. Die Königin berichtete ihrem Freunde Leibniz, dem Philosophen, diesen Vorfall, damit dieser einsehen sollte, dass eine Verständigung mit Jesuiten unmöglich sei. Der Jesuit Wolf, der einstige Freier von Lüdinghausen, war einer der Hauptpropagandisten des Jesuitenordens. Man traf ihn, wie ein Zeitgenosse berichtet hat, ebenso leidlich auf dem Postwagen an und an deutschen Höfen in einem Kavalierskleide an, als im Kollegio auf die Jesuitenmode gekleidet. Also, er ist einer, der sich eben auch in weltlichen Kleidern und Berufen gibt, um eben nicht als Jesuit erkennbar zu sein. Jedoch, dies geschah nicht aus Wollust oder aus anderen unabrichtigen Absichten, sondern aus Begierde zur Ausbreitung seiner, ich füge hinzu, satanischen Religion. Und aus dieser Absicht konnte er sich auch dermaßen in alle Sättel schicken, dass er keine ehrliche Gesellschaft verderbete. Ende Zitat. Aber, Zitat,
Wenn er die sogenannten Ketzer allesamt in einen Sack hätte stecken können, so würde er sie nie eher herausgelassen haben, bis sie um Quartier gebeten, das heißt sich ergeben und den Rosenkranz angenommen hätten. Ende Zitat. Das heißt, sich der römischen Kirche unterworfen hätten, und das bringt uns zurück an den Anfang dieser Lesung, sich der römisch-katholischen Kirche unterworfen hätten, wenn sie der vollen Kommunion zugestimmt hätten. Das ist eben das Endziel, auf neuen Wegen auch zum alten Ziel. Und hiermit beende ich die erste Lesung dieses Kapitels auf Seite 113 auf dem ersten Absatz. Und ich hoffe, dass ihr es interessant und belebend gefunden habt, diese Lesung zu verfolgen und dass der ein oder andere vielleicht nochmal etwas gelernt hat und dass ganz, ganz deutlich ein Ding hervortritt. Dieser ganze Kampf zwischen Ost und West oder vereinfacht dargestellt, dieser ganze Kampf zwischen Gut und Böse ist das, was die Bibel bereits beschreibt. Und deswegen brauchen wir auch keine Bücher von einer Frau wie der Frau White, der große Konflikt. Wir haben alles bereits in der Bibel geschrieben. Und alles, was in der Bibel vorher geschrieben wurde, können wir verifizieren. Also können wir uns versichern zu erkennen, wenn wir die Prophezeiungen aus der Bibel damals natürlich publiziert, eine Prophezeiung ist nichts anderes als Geschichte vorher zu verlautbaren. Und wir können in der Bibel lesen, was die Prophezeiungen sagen, was passieren wird, und wir können heute mit einem Blick zurück in die Geschichte eben diese Prophezeiungen bestätigen, als stattgefunden zu haben. Dafür brauche ich das Buch Der große Konflikt nicht von einer Heretikerin, sage ich ganz, ganz klar, einer jesuitisch kontrollierten Frau wie Ellen G. White. Ich brauche nur die Bibel und wahre Geschichtsfakten. Und davon ist dieses Buch Kreml und Vatikan voll. Sehr gut recherchiert, sehr gut mit Quellen ausgestattet, und davon kann sich ein jeder selber überzeugen, der dieses Buch und einige der Quellen sich auch mal anschaut und selber liest oder der diese Lesung verfolgt. Und an dieser Stelle möchte ich die Lesung für heute beenden und möchte mich bedanken für euer Zuhören, Zuschauen und auch euer, ich hoffe, eifriges Kommentieren. Und wir sehen uns wieder zur 11. Sendung, wenn es heißt, auf neuen Wegen zum alten Ziel. Im Kreml und Vatikan, Teil 2. Bis zum nächsten Mal. Shalom, Maranatha.